Also was sich bei mir unheimlich eingeprägt hat, negativ eingeprägt hat, das war 1980. Das war meine ersten Olympischen Spiele. Ich war 18, also war auch total jung. Und wie Manfred Ewald dann bei der Verabschiedung der Olympiamannschaft, wir wurden dort eingekleidet, da ist immer so eine Zusammenkunft vor der Abreise ein paar Tage und dort wird man dann auch nochmal ideologisch eingestimmt. Und da ging es eben nach Lake Placid in die USA. Und er sagte wörtlich, das oberste Ziel ist, dem Klassenfeind eine vernichtende Niederlage zuzufügen. Boah, da sitzt du mit 18 Jahren und weißt das mal gar nicht. Und dann kommst du in ein Land, wo alle total freundlich, offen, hilfsbereit alles für die Sportler gemacht haben. Und ähnlich war es auch bei Reisen in der Bundesrepublik. Also eine Weltmeisterschaft, die war 1982 in Insel, wo wir privat untergebracht wurden, nicht im Hotel, sondern wir hatten eine Pension bei einer Familie. Und dort war das eben so, wir sollten keinen Kontakt, nur aufs Minimalste. Und also immer dieser Fokus, die wollen uns nichts Gutes, die wollen uns ja auch besiegen dort. Und dann kommen wir dorthin. Das ist das Haus mit Blumengirlande, herzlich willkommen. Die Frau hatte frischen Kuchen gebackt und unser Mannschaftsleiter, also wir hatten glaube ich drei oder vier Offizielle mit. Die mussten sich dann mit an den Kaffeetisch setzen und frischen Kuchen essen. Das war so, wo ich dachte, wie müssen die sich jetzt vorkommen? Was haben die uns noch vor Stunden vor der Abreise eingebläut? Und jetzt erlebe ich als junger Mensch ein ganz anderes Bild erstmal. Ja, also das war wirklich grotesk zum Teil. Und je älter ich geworden bin und je mehr ich dann noch Abstand hatte, je grotesker wurde das für mich. Als ich so in dem System drin war, hatte das eine gewisse Normalität, weil ich es nicht anders kannte. Aber nach Beendigung meiner Karriere und dann auch viele Jahre erst nach der Wende habe ich mich dann auch für mich nochmal so mit Dingen, habe ich Dinge reflektiert, wo mir auch bewusst geworden ist, ich habe mich nie als Opfer dieses Staates gesehen, aber trotzdem diese Instrumentalisierung als Athlet, die ist mir dann später schon sehr bewusst geworden auch.